Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian hier aus dem Maximilianeum, dem Bayerischen Landtag. Diese Woche hat mir der Tom aus Dingolfingen geschrieben und der Tom schreibt mir, ihr habt da jetzt ja eine neue Taskforce, habe ich gelesen. Was macht ihr da? Was habt ihr vor? Kannst du das mal erklären? Ja, lieber Tom, in der Tat, und das erkläre ich ganz besonders gerne, deshalb, weil ich diese Taskforce unserer Freie Wähler Regierungsfraktion leiten darf. Sie heißt Lessons Learned, Lehren aus Corona. Was ist die Idee dahinter? Wir haben alle so ein bisschen den Eindruck in der Politik, aber ganz sicher auch in vielen anderen Feldern unserer Gesellschaft, dass wir uns die letzten Wochen und Monate ja eigentlich ausschließlich und sehr zu Recht mit der Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie befasst haben. Und insbesondere für das Politische gewinnt man dabei den Eindruck, dass diese Pandemie sich ein Stück weit wie eine Art Brennglas ausgewirkt hat, um die ein oder andere Fehlentwicklung der jüngeren Vergangenheit uns plakativ vor Augen zu führen. Das wollen wir zum Anlass nehmen, um aus dieser Krise auch eine Chance zu machen, denn sie eröffnet, wie viele andere Krisen zuvor, ja ein bisschen ein Window of Opportunity. Im Moment, durch den Lockdown, liegt alles am Boden. Die Wirtschaft, die Gesellschaft. Und wenn wir jetzt so langsam wieder in eine Phase der Rücknahme von Ausgangsbeschränkungen, von Corona-Maßnahmen kommen, wenn also unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft, unser Gesundheitssystem so langsam wieder aufsteht, ist das natürlich eine Chance, bei der Richtung, in die dann alles wieder losläuft, ein wenig nachzujustieren. Nachzujustieren im Sinne von Lehren aus Corona, nachzujustieren im Sinne von Reformen, im Sinne von Dingen, die wir gelernt haben, Ideen, die wir geboren haben aus diesen historisch tragischen Erfahrungen der Corona-Pandemie. Ich mache mal ein paar Beispiele. Das betrifft zum Beispiel die Kommunen in Bayern oder den Katastrophenschutz, unsere bayerische Wirtschaft. Falls es jemals wieder, was wir alle nicht hoffen, zu einer solchen Pandemie kommt, dann sollten wir nicht wieder in der Situation sein, zunächst einmal aus China Masken einfliegen zu müssen, Schutzausrüstung einfliegen zu müssen. Es betrifft unser Gesundheitssystem. Nach vielen Jahren des Einsparens, des Schließens von kommunalen Kliniken haben wir durch Corona jetzt eindrucksvoll gemerkt, dass wir Freien Wähler schon früher richtig lagen, als wir in den Koalitionsvertrag hineingeschrieben haben, dass wir die dezentrale Versorgungsstruktur für die Menschen in Bayern erhalten wollen. Ja, dass wir auch in den ländlichen Regionen, dass wir überall in Bayern gute Kliniken für eine bestmögliche Gesundheitsversorgung der Menschen in unserem Land brauchen. Es betrifft aber auch unseren Parlamentsbetrieb hier im Maximilianeum. Wir haben ja auch auf eine Art Notbetrieb umgestellt, so wie in anderen gesellschaftlichen Teilbereichen, beispielsweise in der bayerischen Wirtschaft oder im Sport in den Vereinen. Und all diese Regelungen für diesen Notbetrieb, die haben wir mit heißer Nadel gestrickt, als wir eigentlich schon mitten in der Krise waren. Eine Lehre aus Corona könnte und müsste also sein, dass es dafür eine Art Notkonzept in der Schublade geben sollte, dass wir bei vergleichbaren oder auch völlig anderen Krisen schon ein Konzept haben, wie wir dann beispielsweise die Handlungsfähigkeit des Parlaments oder der Verfassungsorgane erhalten können. So gibt es auch Schlussfolgerungen für den Bildungsbereich, Schlussfolgerungen für die Betreuung in den Kitas. All das, was da zu entscheiden war, mussten wir sehr kurzfristig und schon inmitten der Krise entscheiden. Und es gilt jetzt daraus, Lehren zu ziehen, sich für zukünftige Krisen und Herausforderungen vorzubereiten. Einerseits, andererseits aber auch grundlegendere Lehren, langfristige Lehren zu ziehen. Dort, wo man beispielsweise gemerkt hat, dass ein ja absolut globalisiertes Wirtschaftssystem uns abhängig gemacht hat vom internationalen Umfeld, möglicherweise sogar dazu geführt hat, dass Lieferketten einbrechen, dass wir jetzt in Bayern Herausforderungen zu meistern haben, die sich hätten verhindern lassen, auch da gilt es nachzubessern. Und deshalb gibt es jetzt eben diese Arbeitsgruppe, Taskforce, ja diesen fraktionsinternen Think Tank, wie ich ihn immer nenne, zu Lehren aus Corona mit der Idee, aus dieser größten Herausforderung der Nachkriegszeit politische Schlussfolgerungen abzuleiten, die dann in parlamentarische Initiativen zu gießen und die Krise darüber als Chance zu nutzen. Mit anderen Worten, also Bayern nach Corona
ein Stück weit in der Regierungsverantwortung noch besser zu machen, als es vor Corona war, sodass uns der Neustart nach Corona bestmöglich glückt und wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar noch stärker, noch besser, mit noch mehr Lebensqualität, noch mehr Versorgungssicherheit, einer noch besseren Gesundheitsversorgung und einer noch besseren, einer noch leistungsstärkeren bayerischen Wirtschaft aus dieser Krise hervorgehen, als wir in diese Krise hineingegangen sind. Das ist die Idee hinter dieser Taskforce. Ihre Ergebnisse, erste Zwischenergebnisse und in Zukunft dann immer wieder weiter angepasste Endergebnisse werden wir zeitnah der Öffentlichkeit präsentieren und dann daraus vor allen Dingen auch parlamentarische Initiativen machen. Mit anderen Worten wird man von diesem Gremium also, so denke ich, noch einiges hören. Ich hoffe, lieber Tom, deine Frage damit fürs Erste beantwortet zu haben. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann postet die unten in den Kommentaren. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.